Eine AfD-Frau hat im Landtag in NRW mit dem nicht vorhandenen Willen der Regierung bei der Bekämpfung des Islamismus abgerechnet und hat eine unfassbare Wahrheit offenbart, was uns die Ampel verschweigt. Sehen wir uns das direkt an. Wir leben in einem Land, in dem man seine Bürger Jahr fürs Jahr aufs Neue vor einer abstrakt hohen Terrorgefahr warnt und sie damit ein Leben mit dem Terror, als sei es ein unerwünschter Gast am Esstisch, einzustimmen versucht. Dabei definiert man diese abstrakte Gefahr nicht weiter und welchen Terror man meint, bleibt auch eher ungewiss. Man glaubt, man habe seine Pflicht als Politiker und verantwortlicher Minister getan, wenn man denn einfach mal gewarnt habe. Dumm nur, wenn diese politische Verschleierungstaktik auf Dauer keinen Bestand hat. Denn die hohe, abstrakt hohe Terrorgefahr in unserem Land geht nämlich von einem ganz bestimmten Personenkreis aus. Und ja, da schwirrt einem ganz schnell ein Stereotyp im Kopf herum. Und dann kommen auch noch die zahlreichen Belege fast täglich hereingeflattert und die politische Lüge bricht in sich zusammen. Eine einfache Google-Suche ist da sehr aufschlussreich. Dabei reichen die Schlagworte Islamischer Staat NRW völlig aus. So finden Sie Terroristen mit Wohnorten quer durch NRW und in allen Altersklassen, die ein oder mehrere Anschläge planten. Wenn man bedenkt, dass Innenminister Reul in der Sondersitzung unmittelbar nach dem Terroranschlag von Solingen auf die Frage der AfD hin, ob ein Ableger des Islamischen Staates in Nordrhein-Westfalen, und zwar bei der auffällig hohen Zahl sogenannter spontaner Selbstradikalisierung, denn operieren würde, so hatte Herr Innenminister Reul eine sehr deutliche Antwort, und zwar sehr schnell, parat. Nein, wir haben kein Problem mit dem Islamischen Staat als Terrororganisation in Nordrhein-Westfalen. Und nun stehen wir erneut hier und sprechen über einen sogenannten Einzelfall. Diesmal kein herkömmlicher Messerstecher mit Gürteltasche und Gucci-Cap und auch kein Organisator einer Gruppenvergewaltigung. Heute debattieren wir eine Aktuelle Stunde anlässlich eines typisch deutschen Jugendlichen, gerade mal 15 Jahre alt, wohnhaft in Wuppertal und in seiner Freizeit plante er eben gerne Attentate auf jüdische Einrichtungen. Auf TikTok posierte er liebend gern mit Flaggen der Terrormiliz Islamischer Staat, wie man das heute so als Jugendlicher eben macht. Diesmal gab es nicht für diesen typisch deutschen Jugendlichen die Gefährderansprache ganz nach dem Geschmack von Herrn Innenminister Reul, heute besser ohne Messer. Nein, er kam sogar in U-Haft. Und wieder wird der Bevölkerung lächelnd und zuversichtlich mitgeteilt, es handelt sich nur um eine spontane Selbstradikalisierung. Bei den Tätern haben wir zwar immer wiederkehrende Muster, selbstverständlich fromme Moslems, derzeit noch überwiegend männlich, und sie verfolgen eine klare Agenda der Vergeltung für Moslems weltweit auf der einen Seite, der Vernichtung von Ungläubigen, was wiederum die Andersgläubigen einschließt, und die Inspiration für Nachahmer als Wegweiser zum glücklichen Dschihad. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Terrormiliz Islamischer Staat hat für sich das sogenannte Franchise-System entdeckt. Der IS ist schon lange kein lokal eingrenzbares Phänomen mehr. Durch die Schaffung einer resilienten Terrorstruktur gepaart mit einem entsprechend professionellen Social-Media-Auftritt erreicht der Islamische Staat Empfänger in und außerhalb ihrer Befehls- und Kommandostruktur weltweit. Um das besser zu verstehen, muss man wissen, dass zunächst die USA 2019 überheblich und ziemlich selbstsicher verkündeten, den Islamischen Staat militärisch besiegt zu haben. Und dann gab es 2022 plötzlich eine ganze Reihe von Anschlägen im Irak und im Norden Syriens, die der IS für sich selbstverständlich reklamierte. Viele der früheren Kämpfer aus dem Irak sind nach Afghanistan, Syrien und Pakistan geflohen und haben sich dem sogenannten IS Khorasan, kurz ISPK, angeschlossen. Die historische Region Khorasan umfasst dabei Afghanistan und Teile des Irans und Turkmenistan. Das ist also insofern von Interesse, weil in NRW die Sicherheitsbehörden auch vor diesem Ableger ISPK warnen und warnten. Und auch Herr Innenminister Reul, bestens informiert in dieser Sache, benannte die Gefahr von dem Ableger ISPK natürlich nicht mündlich gegenüber der Bevölkerung, sondern lieber klammheimlich in schriftlicher Form nur an die Innenministerkonferenz gerichtet. Vor einigen Monaten dann warnte Herr Innenminister nämlich in einem Brief an die Innenministerkonferenz von Bund und Ländern eindringlich vor Tadschiken, Kirgisen, Usbeken und Turkmenen in Deutschland mit Kontakten zum ISPK.
Bund und Länder müssten ihre Kenntnisse zu zentralasiatischen Personen im Netzwerken und in Deutschland in ihren Bezügen zu terroristischen Organisationen wie dem ISPK zusammentragen, hieß es in diesem Brief. Ich würde mich heute sehr darüber freuen, wenn Herr Innenminister uns gerade in diesem Punkt vielleicht heute mal Rede und Antwort stehen würde. Denn ich finde diese Information gar nicht so uninteressant. Und Herr Innenminister, wenn Sie der Bevölkerung auch die Wahrheit über die abstrakte Terrorgefahr nennen wollen, dann gehört das tatsächlich mit dazu. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die deutsche Politik muss endlich begreifen, dass die bestehende Antiterrorstrategie den Entwicklungen angepasst werden muss. Denn es handelt sich schon lange nicht mehr, wie Herr Reul es gerne immer wieder wiederholt, um spontane Selbstradikalisierungen von verschiedenen Einzeltätern, sondern, und das wiederhole ich erneut und ganz dezidiert, um eine äußerst resiliente Terrorstruktur mit einem brillanten Franchise-System. Die Politik dabei begünstigt dieses System durch fehlende Abschiebungen. Ich hörte gerade von meinem Kollegen Markus Wagner, über 80% dieser Gefährder, von Innenministerium eingestuften Gefährder, haben ja inzwischen auch gar keinen deutschen Pass. Das heißt, es liegt uns ja auch über kleine Anfragen diese Information inzwischen vor. Fakt ist also, dass diese Politik durch fehlende Abschiebung, durch täterfreundliche Strafen dieses System begünstigt. Und was es jetzt im Kern braucht, das ist eine Infiltrierung des digitalen Sympathisantennetzwerkes durch hochwertige Technologie und Algorithmen. Hierzu könnte man sich auch tatsächlich den Rat des Mossads einholen. Die sind darin sehr, sehr, sehr professionell aufgestellt. Und eine Novellierung des Strafgesetzbuches. Anders werden Sie dieser abstrakten Terrorgefahr nicht gerecht, denn diese Dschihadisten verstehen nur eine Sprache, und das ist die Sprache der Autorität. Und dieses ganze Politikversagen der Kartellparteien widerspiegelt sich dann natürlich auch in den Statistiken. Hier zum einen bei der Anzahl der Messerangriffen in Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2019 bis 2023, wo wir auch einen erheblichen Anstieg zu verzeichnen haben. Ja, 2023 dann mit dem Höchststand mit 6.221 Messerangriffen. Ja, 2019 war der Stand auch schon sehr hoch, hier mit 5.780. Ist ein bisschen abgesunken. Ja, das liegt wahrscheinlich auch an der C-Pandemie und auch durch die Maßnahmen. Da durfte man ja sowieso nicht so oft raus, deswegen ist es abgesunken. Ja, und danach den Maßnahmen nach der C-Zeit ist es dann massiv angestiegen. Und wie wir hier sehen, 2023 eben mit dem Höchststand. Lesen wir uns den Text hierzu durch. Im Jahr 2023 wurden im Bundesland Nordrhein-Westfalen rund 6.221 Messerangriffe registriert. Das ist die höchste Zahl seit der polizeilichen Erfassung von Messerdelikten in der polizeilichen Kriminalstatistik des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich mehrheitlich um männliche Tatverdächtige, 86,7%. Zudem war mehr als jeder dritte Tatverdächtige unter 21 Jahren. Bundesweit sind die Zahlen von Messerangriffen im Jahr 2023 ebenfalls angestiegen. Ja, und das hat natürlich etwas mit der unkontrollierten Massenmigration zu tun, ja, von Menschen kulturfremder Regionen, ja auch diese Messekultur, die ja 2015 noch als Verschwörungstheorie galt, ja, aber die haben wir uns ins Land geholt, ja, und solche Waffenverbotszonen, ja, was ich hier lese, das bringt überhaupt nichts, weil die Waffe an sich ist ja nicht das Problem, sondern die Person, die diese Waffe trägt und dann eben dafür einsetzt, andere Menschen zu verletzen, ja, oder sogar zu töten. Und eine Umfrage zeige ich euch noch, die wirklich auch sehr interessant ist, nämlich: Welche dieser Gruppierungen halten Sie für gefährlich? Von wem gehen in Deutschland große Gefahren aus? Und da ist auf Platz 1 islamistische Gruppierungen mit 86%. Ja, wirklich auf dem ersten Platz. Das wird ja immer von den Rechtsextremisten gewarnt. Die kommen hier nur auf Platz 3 bei dieser Umfrage hier mit 76%. Aber tatsächlich Clans und Großfamilien, Familien aus dem arabischen Raum und islamistische Gruppierungen, ja, die sind hier auf Platz 1 und 2 und das zeigt ganz klar, auch hier wieder, das Grundproblem ist die Massenmigration, ja, weil wir so viele Menschen das Land gelassen haben, unkontrolliert, die dann eben solche Aktionen durchführen, ja, auch Gruppierungen bilden, Parallelgesellschaften, die dann eben dazu führen, dass die Kriminalität in diesem Land extrem ansteigt. Ja, und dann sind hier noch die Reichsbürger von mit 62%, Querdenker und Verschwörungstheoretiker. Also vor denen hätte ich jetzt überhaupt keine Angst. Ich weiß nicht, warum die Menschen davor so große Angst haben, also die Befragten, ja, weil die reden ja nur, also die machen ja nichts und verletzen ja keine anderen Menschen, die haben nur ihre eigenen Gedanken. Dann Linksextremisten sogar mit 46% und dann AfD-Anhänger mit 44%, ja. Sogar Linksextremisten sind vor AfD-Anhängern hier, ja, weil es wird immer vor der AfD gewarnt, ja, die AfD ist gefährlich, möchte die Demokratie abschaffen, aber die ist ja ziemlich weit unten angesiedelt, ja. Und dann gibt es noch die Klimaaktivisten mit 30%, vor denen ich mehr Angst hätte, ja, weil die sich auf die Straße kleben und somit mein Leben und deren eigene
Landesleben gefährden. Ja, deshalb würde ich die auch weiter oben ansiedeln. Ja, Querdenker, Verschwörungstheoretiker würde ich ganz unten ansiedeln. Aber schreibt ihr mir mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Und ansonsten lesen wir uns jetzt hier den Text noch durch. Die Angst vor islamistischen Gruppierungen ist laut Umfrage höher als vor AfD-Anhängern. Im Januar 2024 gaben laut Sicherheitsreport von IFD, Allensbach und dem Zentrum für Strategie und höhere Führung 86% der Befragten an, dass sie islamistische Gruppierungen in Deutschland für gefährlich halten. Nur 44% glaubten hingegen, dass von AfD-Anhängern große Gefahren für die deutsche Gesellschaft ausgehen. Ja, das ist auch die Wahrheit. Ja, was macht denn ein AfD-Anhänger? Also ich verstehe nicht, warum man davor Angst haben sollte. Man möchte ja nur, dass pro Deutschland agiert wird, ja, und dass es eine 180-Grad-Wende in den wichtigsten Politikfeldern gibt. Aber jetzt schreibt ihr mir mal in die Kommentare, was sagt ihr zu den Statistiken, ja, und zu den Aussagen von dieser AfD-Frau? Stimmt ihr dazu oder nicht? Schreibt es mir in die Kommentare, und wenn ihr keine wichtigen Botschaften mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal Nachrichten aktuell, ja, solange dieser Kanal noch existiert. Ich bedanke mich bei euch.